Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von WhatsApp Puff. Hi Walter. Hi Martin. Geht es dir gut? Ich wurde geschoren wie ein Lamm. Jetzt wird der Wind nicht zurückgehalten, also fröstelt es mich. Ja, es ist verrückt. Einen Tag haben wir 38 Grad und am nächsten Tag nur 10 Grad. Ja. Wahrscheinlich der Klimawandel. Man nennt es globale Abkühlung. Nun auch heute haben wir eine sehr wichtige Botschaft. Sie ist Teil der wichtigsten Botschaften, die in die Welt hinausgetragen werden sollen. Ja. Lass uns also beten und den Herrn um seine Hilfe bitten. Wir brauchen Gebet. Unser himmlischer Vater, danke, dass wir heute wieder die Gelegenheit haben, über diese wunderbare Botschaft zu sprechen. Wir bitten dich, unseren Verstand zu erleuchten und uns durch deinen Heiligen Geist zu leiten, uns mit deinen heiligen Engeln zu beschützen, in Jesu Namen. Amen. Martin, es könnte sein, dass Menschen an dem, was wir sagen werden, Anschluss nehmen. Aber ein gründliches Studium wird zeigen, dass es in Wirklichkeit eine Hilfe ist, damit die Menschen die verschiedenen Optionen da draußen unterscheiden können. Und die Devise lautet doch: Unterscheidungsvermögen. Habt Acht, dass euch niemand verführe. Das sind die ersten Worte des Herrn, die wir in seiner Endzeitrede lesen. Ja. Wir werden heute also über den zweiten Engel sprechen. Und das ist nur ein Vers in der ganzen Bibel, über den wir sprechen werden. Ja, also wird das ein kurzes Gespräch werden. Das wird ein sehr kurzes Gespräch werden. Das Problem bei diesem Vers ist, dass man nicht weiß, was man weglassen soll. Das Problem ist nicht die Frage, was man hinzunehmen soll, sondern was man weglassen soll. Denn dieser Vers ist so vollgepackt. Und es ist kein Vers, der für sich steht. Nein. Denn diese Botschaft wird in Kapitel 18 wiederholt. Wir müssen also die Informationen aufteilen. Wir können nicht alles in einen Vers hineinnehmen, sondern müssen es später in den größeren Kontext von Offenbarung 18 stellen. Wir werden uns also ein paar grundlegende Dinge betrachten, und schon das ist ein Problem. Schauen wir, wie weit wir kommen. Hoffen wir, dass wir es in weniger als fünf Stunden beenden können. Ja. Offenbarung 14, Vers 8. Und ein zweiter Engel folgte, der sprach: Sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt, denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Huerei getränkt alle Völker. Martin, in diesem Vers steckt viel drin. Und Enthält eine Reihe von wichtigen Merkmalen. Da ist die erste Botschaft, dass Babylon gefallen ist und sie wird wiederholt. Das wäre das Erste. Und warum ist sie gefallen? Weil sie die Völker mit ihrem Wein getränkt hat. Das bedeutet Leere. Mit dem Zorneswein ihrer Hurerei, ihr Abfall. Lehren des Abfalls aus Babylon wurden also in die Denkmuster der Menschheit, der Nationen übertragen, was auch die Kirchen einschließt. Nun, sobald die Welt anfängt, wie die Kirchen zu denken, dann könnte die Zusammenarbeit von Kirche und Staat problematisch werden, stimmt's? Ja. Ich fand es spannend, dass der neue Sprecher des Parlaments sagte, dass er ein Problem mit der Trennung von Kirche und Staat habe. Er möchte, dass beide vereint sind. Das ist eine Erfüllung der Prophetie. Also schwingt das Pendel schon dahin, wo die Prophetie sich erfüllen wird. Aber lass uns sehen, warum. Das ist sehr wichtig. Wir wollen also ein paar Dinge wissen. Wir haben darüber schon in vielen Vorträgen gesprochen. Aber damit die Leute einen Ausgangspunkt haben können, lass uns einiges wiederholen. Wir müssen wissen, wer Babylon ist. Wir müssen wissen, warum die Botschaft von ihrem Fall wiederholt wird. Wir müssen wissen, was der Wein ist. Ja. Und wir müssen wissen, wie es die Nationen beeinflusst. Richtig? So ist es. Und es ist eine große Stadt. Also lass uns direkt anfangen. Es gab einen geschichtlichen, buchstäblichen Fall Babylons. Und offensichtlich ist das hier ein spiritueller Fall, denn das buchstäbliche Babylon existiert nicht mehr. Genau, es fiel schon. Lass uns das Original in Daniel 5 Abvers 25 betrachten. So lautet aber die Schrift, die geschrieben steht, als die Hand auftauchte und etwas auf die Wand schrieb, richtig? Nämlich mene-mene tekel ufarsen. Auch hier haben wir wieder eine Wiederholung, richtig? Mene, mene wird wiederholt. Und das ist die Bedeutung des Spruches. Mene bedeutet: Gott hat die Tage deines Königstums gezählt und ihm ein Ende bereitet. Im Grunde heißt es: Gott hat die Tage deines Königstums gezählt und ihm ein Ende bereitet. Gott hat die Tage deines Königstums gezählt und ihm ein Ende bereitet. Wir müssen uns also geschichtlich ansehen, warum es da zwei Komponenten gibt. Zu der Zeit, als das geschrieben wurde, war Belsassa der König, der über weltliche Angelegenheiten regierte. Aber sein Vater war der wirkliche König. Und der regierte über geistliche Angelegenheiten. Es gab also eine geistliche Komponente und eine säkuläre Komponente. Und beide waren vereint. Ja. Sagen wir, Kirche und Staat waren vereint. Ja, sie herrschten zusammen. Das ist eines der Bestandteile von Babylon dass der Staat sicherstellen wird, dass die religiösen Komponenten Babylons ebenfalls befolgt werden. Deshalb sorgte ja auch Nebukadnezar, als er die Gefangenen nach Babylon führte, dafür, dass sie alles über die babylonische Religion lernten. Er veränderte sogar ihre Namen, sodass sie die babylonische Religion widerspiegelten. Das müssen wir im Hinterkopf behalten. Tekel bedeutet, du bist auf einer Waage gewogen und zu leicht erfunden worden. Peres bedeutet, dein Königreich wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben werden. Babylon wurde also erobert. Das war die Zerstörung im Typus. Ja, die buchstäbliche. Ja, die buchstäbliche. Es gibt auch eine antitypische, über die wir jetzt sprechen werden. Wir müssen wissen, was die Eigenschaften Babylons waren. Wo fing Babylon an? Dazu müssen wir weit in die Geschichte zurückgehen. Wir gehen ins erste Buch Mose, Kapitel 11, Vers 9 zurück. Wir müssen bis zu den Überlebenden der Flut zurückgehen. Ihre Zahl hatte sich vermehrt. Sie hatten angefangen, die Stadt zu bauen. Und sie hatten den Etemenanki, den Turm von Babel gebaut. Und warum bauten sie ihn, Martin? Weil sie nicht glaubten, was Gott gesagt hatte. Gott sagte, dass er die Welt nicht noch einmal durch eine Flut zerstören würde. Sie glaubten Gott nicht. Sie entschieden sich, diesen Turm zu bauen, dass er sie nicht noch einmal durch eine Flut vernichten konnte. Ja, er sollte bis zum Himmel reichen, stimmt's? Mhm. Es ist also ein System, das sich auf den Zweifel am Gottes Wort gründet. Und es ist ein System, das wir sorgen selbst für uns. Nun, der Erbauer der Stadt und der Machthaber, der darüber herrschte, war Nimrod. Er war ein Jäger oder Krieger vor dem Herrn. Aber in Wirklichkeit war er ein Krieger gegen den Herrn. So ist es, sein Name bedeutet Rebell. Richtig. Hier war also dieser Rebell. Und er war der Enkel Hams. Ham hatte offensichtlich esoterisches Wissen wissen über die rebellion dann man sieht seine rebellische natur gleich von anfang an wir haben uns schon damit befasst was er tat und wie er es aufgedeckt hat und wie der fluch über kanaan weiterging nimrod war derjenige der offiziell wieder diese rebellion gegen gott einführte und die ganze religion babylons drehte sich um die legenden die passierten natürlich sahen sie ihre anfänge noch vor der flut diese Religion stammt von Cain. Und Cain machte seinen Sohn zum Hüter seines Gedankengebäudes. Sein Sohn war natürlich Henoch. Ja, Henoch. Nicht der gute Henoch. Nein. Die darf man nicht durcheinander bringen. Henoch, der Sohn Kains, ist der erste, der eine Stadt baute. Deshalb nennt man es Stadt. Ja, sie waren Städtebauer. Ja, Städtebauer. Aber die Stadt steht für globale Herrschaft. Wir werden die ganze Welt beherrschen. Gott stoppte ihren kleinen Plan, indem er ihre Sprache verwirrte. In 1. Mose 11, Vers 9 heißt es, daher gab man ihr den Namen Babel, weil der Herr dort die Sprache der ganzen Erde verwirrte und sie von dort über die ganze Erde zerstreute. Auf einmal sprachen sie verschiedene Sprachen und konnten sich nicht länger verständigen. Daraus kamen sie, die verschiedenen Nationen. Das sollte eine vereinte Weltregierung verhindern. Gibt es gegenwärtig solche Bestrebungen? Die Vereinten Nationen. Wie viele Jahre dauerten diese Bestrebungen? Tausende von Jahren. Von Anfang an. Von dem Tag der Verwirrung streben sie danach. Einheit zu erlangen. Das muss doch ein Riesenproblem gewesen sein, richtig? Mit Sicherheit. Und sie konnten sich gegenseitig nicht mehr verstehen. In geheimen Zirkeln beschlossen sie, einen Plan auszuhacken. Dieser Plan war, sich nicht länger einer Sprache direkt zu bedienen, um alles zu kommunizieren, was auch immer ihre geheimen Lehren war, sondern Symbole und Zeichen zu benutzen damit sie nicht länger die Verwirrung erleben mussten. Denn die kann jeder betrachten und seine Schlüsse ziehen. Wenn man aber ein Eingeweihter war, konnte man sie verstehen. Das ist also eigentlich eine Religion der Rebellion gegen Gott, mhm. des Unglaubens an Gott, wobei man sich auch auf die Menschheit verlässt, sich selbst, um ihre Zukunft zu kümmern. Und dabei Gott ausschließt. Das ist Babylon. Aber es ist eine religiöse Organisation von der Regierung angetrieben. Eine Denkweise. Ja, es ist eine Denkweise. Die Menschen haben eine religiöse Denkweise und das ist nicht Gottes Denkweise. Nein, nicht Gottes Denkweise. Hier ist eine Darstellung über den Ursprung der Geheimgesellschaften in der Welt. Das stammt von Gary H. Carrs Buch. En route to global occupation. Das heißt, Sie wollen eine Weltregierung, richtig? Wie gelingt einem das? Denn man muss verdeckt im Untergrund arbeiten, um die Opposition an der Oberfläche zu überwinden, um es einmal so auszudrücken. Genau. Aber hinter den Kulissen gibt es ein besonderes Wissen, das nur Sie kennen und der Rest weiß nichts darüber. Und natürlich ist es sehr wichtig, Martin, dass die Bedingungen, die in jeder bestimmten Bevölkerung oder auch Sprachgruppe existieren, geschwächt werden. Sagen wir einmal, wir haben eine Nation und sie spricht Französisch. Dann muss man sicherstellen, dass viele verschiedene Kulturen und Sprachen in dieser Kultur gelangen. Damit nicht eine Kultur dominiert, sondern alle und man irgendwie Kompromisse eingehen muss. Man muss also Migranten in die Länder bringen. In Länder wie Frankreich, Deutschland oder Italien. Oder Griechenland oder wo auch immer. Man muss Zuwanderer hineinbekommen, damit man das kollektive Denken verändern kann, um eine globale Besetzung zu erreichen. Man will Kompromisse bekommen. Ein politischer Kompromiss ist eine Sache, aber, aber ein religiöser Kompromiss ist eine völlig andere Geschichte. Im Christentum, da ist die Lehre, dass Jesu der einzige Weg zum Himmel ist. Da können wir keinen Kompromiss eingehen. Das ist ein Riesenhindernis, das verschwinden muss. Also, die antiken Mysteriumsreligionen sollten dazu gebraucht werden, um zurück zum babylonischen Zustand zu gelingen, wo alle eins sind und die gleiche Denkweise haben. Aber diese Denkweise ist eine Denkweise der Rebellion. So ist es. Okay, man hat also die antiken Mysterienreligion. Von Babylon, Ägypten, Indien, Persien, Griechenland. Alle waren Formen des Pantheismus. Finden wir in der päpstlichen Enzyklia Pantheismus? Ja, sehr sogar. Mhm. Dann hatte man Kabbalistik. Nun, Kabbalistik ist eine mystische Religion. Vieles im heutigen Judentum gründet sich auf Kabbalistik. Die anderen Religionen auch. Tatsächlich verfolgt die ganze okkulte Welt ihre Spuren zurück zu Kabbala. Dann hatte man den Gnostizismus. Beim Gnostizismus wird der Mensch vergöttlicht. Ja, man muss also an sich selbst glauben, denn man kann Gott werden. Vertraue auf dein Herz, Martin. Doch das Herz ist trügerisch, überaus trügerisch. Ja, und es ist überaus bösartig. Wie soll man ihm da vertrauen können? Wie auch immer, der Gnostizismus war eine großartige Bewegung zur Vorbereitung. Und sie herrschte besonders in der Zeit nach Christus. Einige der Gnostiker waren, was Bibelhandschriften betraf, sehr beschäftigt, wie etwa. Origins. Er war ein Gnostiker, und einer seiner Nachfolger war Eusebius. Er war ein Bischof, der Konstantin sehr zugeneigt war und ihm schmeichelte. Es wurden bestimmte Veränderungen vorgenommen, die von den Gnostikern abgesegnet wurden. Die zwar von den Gnostikern abgesegnet wurden, aber mit jeder Faser und mit aller Kraft zurückgewiesen werden sollten, wenn man an die Bibel glaubt. Meinst du mit Änderungen? Änderungen in der Heiligen Schrift? Änderungen in Bibelhandschriften. Dann hat man natürlich die Vorzeigemanuskripte, auf die sich die modernen Bibelversionen gründen, wie etwa der Sinaitikus und der Vatikanus. Sie wurden wahrscheinlich vom Gnostizismus kontaminiert. Dann hatte man die Tempelritter. Das ist eine besonders interessante Organisation, die fest an den Katholizismus gebunden ist. Das war der militärische Arm, der die Botschaft, den Wein, in die ganze Welt hinaustragen sollte. Deshalb benutzte man diese Kreuzzüge. Ja. Der Tempelorden wurde aufgelöst, aber der Nachkommen. Sind sehr aktiv. Heute wären die Nachkommen der Templer die Ritter von Malta, die geheimen Organisationen innerhalb des Katholizismus und natürlich die Jesuiten. Dann hatte man das Rosenkreuzertum, das im Grunde mit Alchemie zu tun hatte. Das ist das Geheimnis der okkulten Wissenschaft. Die in Diagrammen und so weiter und in Symbolen studiert wurde. Ah, okay. Daraus entstand dann die Freimaurerei und die Illuminaten. Die Illuminaten wurden von Adam Weishaupt gegründet, der ein Jesuit war. Und die Freimaurer gründeten sich auf diese antike, okkulte religiöse System. Wenn Leute mehr darüber wissen wollen, können sie sich das Geheimnis der Eingeweihten. Aus dem Offenbarungsserie ansehen. Okay. Nun, die Freimaurerei infiltrierte politische und religiöse Kreise. Wenn man sich viele der großen Religionsführer der letzten Jahrhunderte ansieht, waren alle Freimaurer. So ist es. Ob sie jetzt aus der protestantischen Welt oder aus einer anderen kamen. Die islamische Welt hat Freimaurerlogen, jüdische Logen, sogenannte christliche Logen. Sie infiltrieren Organisationen wie den Weltkirchenrat, die internationale Bankenelite, amerikanische und europäische politische Geheimgesellschaften und den Marxismus. Sie spielen also ein nettes, hegelsches Spielchen. Ja, genau wie in deinem Vortrag über Revolutionen, Tyrannen und Kriege. Da ja. kann man dann all die Könige der Erde oder Präsidenten sehen. Da ist es genauso. Sie sind Teil der Freimaurerei und sitzen hinter verschlossenen Türen am selben Tisch. Richtig. All das kommt also von Babylon. Und so erlangt man eine Weltregierung. Ja, man muss im politischen Bereich einheitliches Denken schaffen oder zumindest Toleranz. Und man muss im religiösen Bereich einheitliches Denken schaffen oder zumindest Toleranz. Das bedeutet, dass es keine Exklusivität geben kann. Nein. Man kann also nicht sagen, dass eine Religion der einzige Weg ist, denn das würde die anderen ausschließen. Das wäre keine Einheit. Gut, das ließ dann die New Age Bewegung entstehen, die stark von der theosophischen Gesellschaft beeinflusst wird. Theosophische Gesellschaft sind eine unverhohlene Anbetung, Luzifers. Dann hat man noch viele Sekten aus dem 19. Jahrhundert, die ebenfalls darin verwickelt sind. Hier im New Age hat man neue spirituelle Techniken wie Selbsthypnose, subliminale Beeinflussung. Man hat neurolinguistisches Programmieren. Man hat all diese Dinge, um die Denkweise zu verändern. Aus den antiken Religionen kommt alles Mögliche. Angefangen bei Hexerei, Zauberei, Wahrsagen, Spiritismus, all das. Und einige Praktiken des Hinduismus, des Buddhismus, des Shintoismus und so weiter. All das gehört zu Babylon. All das ist Teil von Babylon. Es ist die Macht dahinter, unter der Oberfläche. Man darf ruhig etwas davon wissen, soll es aber nicht verstehen, außer man ist ein Eingeweihter. Oder wenn man es studiert hat. Sehen wir uns einige Zitate an. Um den Hintergrund etwas zu beleuchten. Morals and Dogma von Albert Pike ist natürlich in der Freimaurerei die oberste Quelle. Eine bessere als das bekommt man nicht. Er sagt: Jede Freimaurerloge ist ein Tempel der Religion. Das vertreibt jeden Zweifel, dass es eine religiöse Organisation ist. Und deren Lehren sind Unterricht in Religion. Das ist die wahre Religion, die den antiken Patriarchen offenbart wurde die die Freimaurerei seit vielen Jahrhunderten lehrt und was sie weiter lehren wird, solange die Zeit andauert. Die Patriarchen, auf die sie sich beziehen, sind nicht die Patriarchen der Bibel. Das ist Augenwischerei. Sie beziehen sich auf ihre Eingeweihten wie Henoch, den Sohn Kains oder Nimrod. Auf die beziehen sie sich. Sie beziehen sich wortwörtlich auf den Turmbau zu Babel als ihr Konstrukt. Sie sind dabei, den Turm zu Babel zu errichten. Darum haben sie ja immer Winkelmaß und Zirkel zusammen, weil sie Erbauer der Städte sind. Richtig. Und wenn man sich das Emblem des neuen Europas anschaut, sieht man, dass da gerade der Turm zu Babel erbaut wird. Ja, so wie du auch gezeigt hast, dass sogar der Grundriss von Washington DC freimaurerisch angelegt ist. Ja, das stimmt. Hier eine weitere freimaurische Quelle: Manly Palmer Hall's Buch The Lost Keys of Freemasonry. Der echte Freimaurer ist nicht an ein Glaubensbekenntnis gebunden. Er begreift mit der göttlichen Erleuchtung seine Lage, dass seine Religion als Freimaurer eine Universale sein muss. Das ist einer der Schlüsselpunkte. Ob Christus, Buddha oder Mohammed, Namen bedeuten wenig, denn er erkennt nur das Licht und nicht dessen Träger. Er betet an jedem Schrein an, beugt sich vor jedem Altar, ob in einem Tempel, einer Moschee oder einer Kathedrale, da er mit seinem tieferen, echten Verständnis die Einheit aller spirituellen Wahrheit erkennt. Und damit ist absolute Wahrheit dahin. Ja, das stimmt. Das eine ist nur im Vordergrund, für den Augenschein, doch was dahinter steht, was er wirklich glaubt, ist das Gegenteil. Das ist etwas ganz anderes. Und der wahre Lichtträger kann auch nicht Christus sein. Denn er kann nicht der einzige Weg sein. Es kann nicht Buddha sein und auch nicht Mohammed. Es muss also jemand anders sein und dieser andere jemand ist, wie sie ganz unverhohlen zugeben, Lucifer. Es ist also ein System der Werke gegen Gott. Man muss also jedem alles werden. Wenn wir uns das Papsttum ansehen, Martin, sehen wir, dass sie jedem Menschen alles werden. Hier sind zum Beispiel zwei Bilder von Johannes Paul II., der mit dem Zeichen des Tilak geweiht wird, was im Grunde bedeutet, dass er bereit ist, die Götter der Hindus anzunehmen. Und wie er den Koran küsst, was im Grunde bedeutet, dass er dessen Lehren annimmt oder seine Verehrung dafür zeigt. Ja. Doch der Koran verneint die Versöhnung. Ja. Er verleugnet die Sohnschaft Christi. Da gibt es keinen Kompromiss. Man kann diese Religion nicht mit dem Christentum vereinbaren. Gar nicht. Das ist also ein Kompromiss, der Jesus Christus ausschließt. Und es ist ein Brechen des ersten Gebots. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Definitiv. Papst Franziskus hatte die Götzenbilder aus dem Amazonas dort im Vatikan, die von ihm gesegnet wurden. Er ist nicht anders. Es ist durchgehend dasselbe. Es ist ein Motiv. Es ist der Aufbau der Stadt. Ja. Und die Stadt ist Babylon. Aber der Standort der Stadt kann an verschiedenen Orten sein, richtig? Und dann hat man natürlich Franziskus, Fratelli tutti, alle Brüder. Die Bibel spricht von Nächsten. Alle sind deine Nächsten. Aber Brüder ist etwas anderes. Als man Jesus sagte, dass seine Mutter und seine Brüder und Schwestern draußen auf ihn warteten, lautet seine Antwort, denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Also ein ganz bestimmtes Kriterium. Wer ist nun mein Bruder in Christus, derjenige, der den Willen des Vaters tut? Und sagte der Vater nicht, das ist mein geliebter Sohn, hör auf ihn? Ja. Wenn man es sich also nicht an die Lehren Christi hält, ist man kein Bruder. Leider. Dann mag man ein Nächster sein und ich muss meinen Nächsten lieben wie mich selbst. Und ich muss zu meinem Nächsten freundlich sein und darf ihm nichts Böses wünschen. Aber er ist definitiv kein Glaubensbruder. Ja. Wenn er also alle Brüder schreibt, Fratelli tutti, das ist das ein babylonisches konzept ja. der katechismus der katholischen kirche lehrt denn der sohn gottes wurde mensch damit wir gott werden können der eingeborene sohn gottes nahm unsere natur an weil er uns an seiner göttlichkeit teilhaben lassen wollte so dass er der zu einem menschen gemacht wurde menschen zu göttern machen könnte martin das ist unglaublich das ist ja. ein echo der lehre der schlange ja, bei Eva. Hier ein anderes Zitat aus dem Katechismus. Staunt und jubelt. Wir sind zu Christus geworden. Das ist ein Konzept des New Age, nämlich dass wir zu Christus werden können. Es gibt ein Buch von Helen Schuckman mit dem Titel Ein Kurs in Wundern. Es lehrt im Grunde, dass man zu Christus werden kann. Oder sogar noch viel mehr als er war. Das ist eine gotteslästerliche Aussage und sie ist Teil des babylonischen Konzepts. Natürlich kannte Babylon auch die Anbetung von Mutter und Kind und es gab verschiedene Gottheiten mit verschiedenen Namen. Sie waren weiblich oder männlich, Namen, die man anrief. Der Katholizismus hat das Gleiche, da dort Heilige und Maria angerufen werden. Lass uns sehen, ob wir in der Freimaurerei die gleiche Lehre finden. Manly Palmer Hall, ein 33-Grad-Freimaurer, schrieb, der Mensch ist ein Gott im Werden. George Steinmetz, ein freimaurischer Autor, schreibt, sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Dass ich Gott bin ist die endgültige Anerkennung des Allem in allem, der Einheit des Ich mit dem Kosmos, die Erkenntnis der Göttlichkeit des Ich. Das ist genau die gleiche Religion. Und JD uh, Buck schrieb in Mystic Masonry, der vollkommene Mensch ist Christus und Christus ist Gott. Das ist das Geburtsrecht und Schicksal jeder Menschenseele. Das ist die Lehre der Vereinten Nationen. Da mischten die Jesuiten mit Pierre Teilhard de Chardin. Im Grunde war er der Vater der New Age-Bewegung. Ob jetzt Blavatsky oder Alice A. Bailey, sie werden von diesen Organisationen mit offenen Armen aufgenommen. Es ist ein babylonisches System. Ja, das ganze System. Nun, es gab sogar Bilder. Ich erinnere mich noch an die Vereinten Nationen in der Form eines Turms zu Babel. Völlig richtig. Und das Interessante daran ist, dass sie lehren, dass wir hier diese Bruderschaft sind und wir uns ein Heim auf dieser Erde bereiten müssen. Diese Erde ist der Ort, an dem man seine Erlösung erhält, nicht etwas außerhalb von einem. Und dass man an einen anderen Ort geht. Lass uns sehen, ob wir das in der jesuitischen Lehre finden können. Ja, wir haben dieses Bild schon früher gezeigt, aber ich denke, es ist passend. Das ist Paul Nitter, der natürlich ein jesuitischer Theologe ist. Für Jesus, den geist erfüllten Propheten, das ist schon eine Gotteslästerung, ich kann dieses Zeug nur schwer lesen. War der Fokus seines Lebens und seiner Beziehung die Herrschaft Gottes? Das bedeutet, dass er nicht, wie es seine Nachfolger oft waren, kirchlich zentriert war. Seine erste Sorge galt nicht dem Mitgliederzuwachs seiner eigenen Bewegung oder Gemeinschaft, sondern sie bestand darin, die Herzen der Menschen zu verändern, um so ihre Gesellschaft zu verändern. Er schreibt tatsächlich das Folgende. Das ist es, das ist das Kernproblem. Der christliche Dualismus hat den Unterschied zwischen Gott und der Welt so übertrieben, dass er nicht wirklich zeigen kann, wie die beiden eine Einheit bilden. Er reißt also das ein, was Gott sagt. Ja. Gott sagt, die Liebe zur Welt ist Feindschaft mit Gott. Stimmt's? So ist es. Er geht noch weiter und schreibt: Ohne Buddha könnte ich kein Christ sein. Buddha ist im Grunde eine Verneinung von Gott. Es ist eine atheistische Religion. Doch die Schrift sagt, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist. Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Wenn das babylonische System nun versucht, diesen Turm zur Babel wieder aufzubauen, ist es eine humanistische Tätigkeit. Ja, eine, die sich auf Werke gründet. Ja. Eine, die sich auf Werke gründet. Und wenn das in ein religiöses System hineinkommt, muss man sich davor hüten. Denn entweder hat die Bibel recht und es gibt nur einen Weg zur Erlösung, oder sie hat nicht recht und dann hat man die luziferische Seite. Lass uns sehen, wie weit sie gehen. Aus Morals und Dogma wieder Albert Pike, die beste Quelle in der Freimaurerei. Die Freimaurerei verbirgt wie alle Religionen, die alle Mysterien, wie... Hermetik und Alchemie, ihre Geheimnisse vor allem außer den Eingeweihten und Weisen oder Auserwählten und sie verwendet falsche Erklärungen und Missinterpretationen ihrer Symbole, um die in die Irre zu führen, die es verdienen, nur in die Irre geführt zu werden. Das allein ist eine Aussage, die jedes biblische Prinzip verneint. Ja, Jesus sagte, ich habe nichts im Verborgenen getan. Die ganze Sache gründet sich auf Geheimnisse. Sie gründet sich auf Geheimnisse. Es ist also ein babylonisches System, um vor ihnen die Wahrheit zu verbergen, die sie Licht nennt, und sie weiter von ihr wegzuziehen. Wahrheit ist nicht für die, die ihrer nicht würdig oder unfähig sind, sie anzunehmen. Lehrt die Bibel etwas derartiges? Ganz und gar nicht. Die Bibel sagt, dein Wort ist Wahrheit. Also ist das ganze Wort Wahrheit und sie ist für jeden zugänglich. Richtig, denn sie sagen hier, sie würden sie verdrehen. Also verbirgt die Freimaurerei eifersüchtig ihre Geheimnisse und führt absichtlich verblendete Ausleger auf Abwege. Man wird vom babylonischen System absichtlich in die Irre geführt. Wenn man das liest, versteht man, warum das Papsttum im Mittelalter die Bibel verbot. Ja. Hier ist eine andere Aussage von Blavatsky. Sie ist die oberste Prophetin des Okkulten, wenn man so will. Luzifer repräsentiert Leben, Denken, Fortschritt, Zivilisation, Freiheit, Unabhängigkeit. Luzifer ist das Logos, die Schlange der Erlöser. Es gibt also eine Umkehrung. Lucifer wird Christus, das Wort, das Logos, sein Wort zählt. Und das wahre Christentum wird verneint. Um es unverblümt auszudrücken, schreibt sie: es ist Satan, der der Gott unseres Planeten und der einzige Gott ist. Sie sind also Luciferier. Wir sollten hier nicht verwirrt werden. Luciferier oder Satanisten, das ist im Grunde das Gleiche. Mhm. Luzifer ist die helle Seite und Satan die dunkle Seite. Das ist eine Yin-Yang-Situation. Ob man jetzt aus dem einen Blickwinkel anbetet oder aus dem anderen, macht für diese Leute keinen Unterschied. Wir werden gleich sehen, wie das funktioniert. Hier ist ein weiteres Zitat aus einer anderen freimaurischen Quelle. Folglich haben Symbole zwei Bedeutungen. Vergessen wir nicht, dass die babylonischen Gründerväter Beschlossen, alles in Symbole zu packen. Ja, wegen der Sprachen. Und die Eingeweihten würden es verstehen, aber die Nicht-Eingeweihten nicht. Und Gott könnte sie nicht mehr verwirren. Sie unterschätzen Gott wirklich. Stimmt's? Denn sie können etwas betrachten und es könnte etwas ganz anders sein, wenn Gott es verändern möchte. Wie dem auch sei, sie unterschätzen Gott immer. Es gibt also zwei Bedeutungen: die esoterische und die exoterische. Die esoterische ist das, was sie als die wahre Bedeutung bezeichnen. Und das ist für den inneren für den inneren Kreis und die exoterische ist für die Gauche. Ja, für die Öffentlichkeit da draußen. Die esoterische Bedeutung war die wahre oder ursprüngliche Bedeutung, die nur von wenigen verstanden und von ihnen sorgsam gehütet wird. Die exoterische Bedeutung war die erdichtete oder abgewandelte Erklärung, die für die vielen bestimmt ist. Die heiligen Mysterien, die oft in Verbindung mit vielen antiken Religionen erwähnt werden und sorgsam von den Eingeweihten bewacht wurden, befassen sich mit esoterischen Bedeutungen in den Religionen vergangener Zeit. Also wenn du in der Bibel Christus liest, dann lesen sie Luzifer. Wenn Sie das Wort Logos lesen, dann verstehen Sie Luzifer. Die heiligen Mysterien waren oft nur Fortführungen einfacherer Form, früherer Anbetung des Sexuellen, die von ein paar Auserlesenen weitergeführt wurde. Martin, das gibt uns einen Anhaltspunkt, warum die Welt sexuell so pervertiert ist. Ja. Und nicht nur, was die Hollywood-Sichtweise angeht, Nein. sondern sogar bis hin zur religiösen Perspektive. Und besonders die Freimaurerei hat ihre sehr finsteren kleinen Aktivitäten, über die wir nicht sprechen werden. Lass mich ein Beispiel geben, wie das Esoterische und Exoterische in ihren Symbolen dargestellt wird. Lass uns die Tempel ansehen. Tempel Tempelritter sind im Grunde die treibende Kraft der politisch-religiösen Vereinigung innerhalb des Katholizismus, mhm. die in jeden Lebensbereichen hineingetragen wird. Es ist also ein militärischer Teil des Staat-Kirche-Machtgefüges. Ja. Man hat also die Ritter von Malta in ganz vielen Organisationen und natürlich die Jesuiten, die im Grunde die Generäle und die oberste Ebene des ganzen Systems sind. Im Buch Morals and Dogmas, wieder die beste freimaurische Quelle heißt es, die Tempelritter hatten wie alle anderen geheimen Orden und Verbindungen zwei Lehren. Eine verborgene und den Meistern vorbehalten, was der Johannismus war. Die andere öffentlich, was römisch-katholisch war. Was den Johannismus betrifft, ist es ein sehr interessantes Konzept. Du weißt, dass wir die Kathedrale St. John the Divine, also St. Johannes der Göttliche haben. Der Name an sich ist schon eine Gotteslästerung. St. Johannes der Göttliche? Johannes war nicht göttlich. Nein, das gibt ihm einen gibt göttlichen, ihm Status. göttlichen Status. Und was in dieser Kathedrale vor sich geht, lässt sich nicht in Worte fassen. Stimmt's? Sie nehmen nur zu gern Johannes den Täufer als Fassade, als Symbol her. Aber die Geschichte hat zwei Seiten. Erinnerst du dich, dass er enthauptet wurde? Ja. Wegen seines Glaubens, für den er einstand? Und sie feierten sogar diese Enthauptung, denn sie stehen auf der Seite Luzifers. Wer regte die Enthauptung an? Luzifer. Ja, wobei er Herodias und Salome gebrauchte. Tatsächlich war das Kirche und Staat. Ja, und Herodias steht natürlich für die Mutterkirche und. Die Tochter wäre dann die Tochterkirche. Sie werden also auch den antitypischen Johannes, den Täufer, enthaupten wollen. Wow. Den anderen, den Sie gern verehren, ist St. Paulus. Wurde er nicht auch enthauptet? Ja. Wer regte diese Enthauptung an? Auch Luzifer. Wenn Sie das gebrauchen, benutzen Sie es als ein Symbol des Sieges über die Wahrheit. Ich habe die Fotos, die man hier sieht, bei einem der großen katholischen Klöster aufgenommen die auch eine riesige Kathedrale haben. Es ist ein Ort, an dem Kirchenführer und Staatslenker zusammenkommen, um Angelegenheiten im beidseitigen Interesse zu besprechen. An diesem Ort haben sie diese Statue, die sie David nennen. Und sie sagen, dass das David ist, der sich um die Schafe kümmert. David ist also hier der gute Hirte. Das ist die exoterische Lehre. Die exoterische. Für die Goyim. Ja, für die Goyim. Sie sagen, dass das David ist. Aber wenn man sich den David hier drüben ansieht, hat er eine Panflöte in seiner Hand. David spielt in die Panflöte. Er spielte Harfe, ja. die man in der Hand hielt, richtig? Das ist also in Wirklichkeit eine Darstellung des Gottes Pan. Ja. Und das ist die helle Seite okay. des Gottes Pan. Seine gute Seite, die Seite des guten Hirten. Das ist also die Luziferseite. Als ich das und auch die Panflöte in seiner Hand sah, wusste ich, dass das der Gott Pan in seiner hellen Seite war. Also mussten sie ihn auch irgendwo in seiner bösen Seite dargestellt haben. Ich ging also herum und suchte und fand die Säulen. Und siehe, da hat man den Gott Pan in seiner bösen Ziegenbockform, hm. halb Mensch, halb Ziegenbock. Das ist also Yin Yang. Und um es über jeden Zweifel zu erheben, stellten sie Janus, den Doppelköpfigen hier oben da, der auch Yin und Yang ist. Man hat also die helle und die dunkle Seite. Man hat helle Magie und dunkle Magie. Weiße Magie, ja weiße Magie, weiße Magie und schwarze Magie. Nun, das ist, wie du es sagtest, hier treffen sich das Esoterische und das Exoterische. Ja, denn das Exoterische stellt ihn als David dar, aber esoterisch ist er der Gottpan. Ja, und das ist natürlich nur Kunst und nichts anderes. Aber wenn man sich die Renovierungen ansieht, die dort stattfinden, befindet sich draußen ein großes Schild. Der Sanierer ist Freimaurer, denn er hat das Freimaurersymbol auf seiner Tafel. Aber das ist schon lange her. Lass uns ein anderes Beispiel nehmen. Das ist die St. Pauls Kathedrale, eine protestantische Kirche. Dort, wo der König gekrönt wird. König Charles wurde kürzlich dort gekrönt. Mhm. So sah die Kathedrale früher aus. Das ist ein Modell, das drinnen steht. Und sie wurde umgebaut, um so auszusehen. Mhm. Dieser Umbau ist eine Kopie des Vatikan. Martin, das ist ein Abbild des Vatikan image So ist es. Und wenn man sich dann die Hauptstadt der Vereinigten Staaten betrachtet, sieht das auch wieder ähnlich aus. Es basiert darauf. Sie sind ein Bild des Tieres. Ja. Wobei das Tier der Katholizismus ist. Und das ist auch ein Abbild des Tieres. Richtig. Des Vatikan. Nun, das ist ein Tempel, weil sich darin ein Altar befindet. Der Protestantismus entfernte alle Altäre. Weil wir ein vollkommenes Opfer halten, benötigt man kein Opfer. Aber mit der Oxford-Bewegung, die natürlich von den Jesuiten angetrieben wurde, kamen die Altäre zurück in die anglikanische Kirche. Und die Messe ist wieder ein Opfer. Das ist eine Gotteslästerung. Denn durch ein Opfer hat er für immer vollkommen gemacht. Also das ist ein Tempel, aber es ist nicht nur ein christlicher Tempel. Es ist angeblich ein christlicher Tempel. Aber eigentlich ist es ein Freimaurertempel. Und wenn man hineingeht, sieht man an der Decke diese Darstellung hier drüben. Martin, was ist das? Oh, das ist Freimaurerei. Das ist jesuitisch. Das allsehende Auge, das Winkelmaß und der Zirkel. Das ist ein Freimaurertempel. Also wenn der König gekrönt wird, und er mit all seinen schmuck und all seinen kleinen orden an der brust hineinschreitet wird eines der hervorstehendsten das zeichen der tempelritter sein ja das zeichen der templer das kreuz der ritter von Malta richtig er wird das in der mitte tragen und es wird auch auf seiner Krone sein interessanterweise sagt er auch dass er der verteidiger des glaubens sein möchte das ist ein freimaurisches konzept das ist fratelli Tutti was sie alle zusammenbringt das ist die exoterische lehre hier ist eine kirche eine protestantische kirche als esoterische lehre ist das ein bild des tieres und es ist freimaurerisch ja und betet luzifer an das heißt dass die wahre religion hinter den kulissen luzifer ist wir stellten uns die frage wer babylon ist ich denke, wir haben das beantwortet und die Bibel ist ziemlich deutlich. Denn wenn man zur Offenbarung 17 geht, spricht es dort von der Frau, die auf dem Tier sitzt. Die Kirche, die das politische System kontrolliert. Das bedeutet es. Und auf ihrer Stirn steht, Geheimnis, Babylon, die Mutter aller Huren. Ja. Das heißt, sie ist die Hauptmutter und dann hat sie Töchter. Ja. Andere Kirchen, andere Organisationen. Babylon war also ursprünglich die antike Stadt. Diese Religion drang durch und deren eigentliche Religion Baal, Anbetung, wird heute in ganzer Fülle im römischen Katholizismus vorgefunden. Die Anbetung von Mutter und Kind, richtig? Samt all den anderen Lehren, die damit verbunden sind, um die Vergöttlichung des Ich. Wir haben das im Katechismus gesehen. Die Frage, die wir uns stellen müssen, lautet: Warum ist Babylon gefallen? Nun, diese Botschaft wurde erstmals in der Zeit des buchstäblichen Babylons gegeben. Und die Botschaft wird in der Zeit des antitypischen Babylon gegeben. Nun, die Botschaft wurde 1844 verkündet. Ja, am Ende der 2300 Jahre. Ja. Die erste Engelsbotschaft besteht darin, das ewige Evangelium zu verkünden. Der erste Engel sollte sagen, dass die Zeit des Gerichts gekommen war und dass Gott angebetet werden und man ihm die Ehre geben muss. Die Botschaft lautete, das Gericht ist gekommen. Und die Menschen glaubten, dass Christus wiederkehren würde. Aber die Kirchen lehnten diese Botschaft ab. Die nächste Botschaft war nun: Gefallen, gefallen ist Babylon. Nun, rom war schon immer gefallen ja also welcher teil war nun gefallen nun wir werden noch dazu kommen es ist eine ankündigung des fallen von babylon aber es gibt noch kein generelles herausrufen aus babylon. doch dann müssen wir wissen woraus der babylonische wein besteht und wer ihn serviert und wer ihn trinkt jetzt wissen wir dass babylon die uralte religion ist. Für die Exoterischen als christliche Religion getarnt, für die Gojim. Doch im Kern ist es in Wirklichkeit eine luziferische Religion. Wer ist Babylon? Darauf bekommen wir in 1. Petrus 5, Vers 13 einen Hinweis. Es grüßt euch aus Babylon die Gemeinde, die mit euch ausgewählt ist, und mein Sohn Markus. Eine Kirche in Babylon? Nein. Zu dieser Zeit existierte Babylon nicht mehr. Rom. Petrus bezog sich auf Rom, und es besteht ein allgemeiner Konsens darüber, dass er Rom Babylon nannte. Was ist mit den Protestanten? Machten sie es wieder prominent, dass Rom Babylon ist? Ja, sicher doch. Richtig. Lass uns in die Geschichte zu Martin Luther zurückgehen. Er schrieb von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche. Darüber heißt es, in seinem Buch von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche führt Martin Luther eine Neubesinnung über das sakramentale christliche Leben aus, die sich auf das Wort ausrichtet. Seine These lautet, dass das Papsttum die Sakramente mit ihren eigenen Traditionen und Bestimmungen verdreht und sie dadurch in ein System der Kontrolle und des Zwangs verwandelt hat. Er klagt Rom also an, das Herz aus dem Evangelium herausgenommen zu haben, indem man das Wort verneinte und die Traditionen an dessen Stelle setzte. Und er nannte das ein, eine babylonische Gefangenschaft. Also laut ihm war die römische Kirche Babylon. Ja. Martin, könnte es möglich sein, dass der Protestantismus fallen und Teil von Babylon werden könnte? Ja. Wenn sie anfangen würden, Kompromisse einzugehen. Gratan Guinness, der ein Theologe der Church of England war, schrieb 1887 in seinem berühmten Buch Romanismus und die Reformation über die Begebenheit und sagte, Steh auf, Luther, rufe laut wegen der babylonischen Gefangenschaft der Kirche, verbrenne die päpstliche Bulle, rüttle Deutschland wach. Aber du sollst deinen Gegenpart finden. Satan wird seinen Loyola vorher vorbringen und Loyola seine Jesuiten. Listig, gelehrt, heilig in Gewand und Namen, in vielerlei Gestalt, in unendlich vielen Verkleidungen, unzählbar Gelehrte, Lehrer, Theologen, Beichtväter von Prinzen, Politiker, Schönredner, Kasuisten, Werkzeuge, Befließen ohne Skrupel, zweischneidige Männer, die zu jedem Bereich und jeder Unternehmung passen. Sie werden gegen die Kirche der Reformation ausschwärmen, jeder weiß in der Weisheit und stark in der Stärke, die nicht von oben kommen, sondern von unten. Das sind ziemlich deutliche Worte von einem Protestanten, stimmt's? Ja, das war auch im 19. Jahrhundert. Ja. Nun Martin, die Oxford-Bewegung errang tatsächlich einen großen Sieg über den Protestantismus. Sie brachte den römischen Katholizismus mit seinen Traditionen und seinem Opfersystem zurück in die Kirche. Und das wurde nach den gleichen Prinzipien durchgeführt, die sie schon zuvor angekündigt hatten. Es gab eine exoterische Erklärung, die Newman gab. Und danach wurde er ein Kardinal der katholischen Kirche, was bedeutete, dass er tatsächlich esoterisch arbeitete. Richtig. 1844 entdeckte man auch die Manuskripte auf die sich die modernen bibelversionen stützten der sinaiticus und der protestantismus begann die jesuitische linie mit allem drum und dran zu schlucken zudem begann sie die theologie der gegenreformation anzunehmen was das papsttum betraf einmal den futurismus der heutzutage das vorherrschende gedankengut bei den evangelikalen ist und den Präterismus, der heute eine Minderheit im Protestantismus ist. Aber beide führen auf Abwege. Beide sind jesuitisch. Wenn man die Lehre annimmt, fällt man doch, oder? Ja, man fällt, weil man mit Babylon geht. Richtig. Lass uns zu Babylon im Typus zurückgehen: Jeremia 51, Vers 7. Babel war ein goldener Becher in der Hand des Herrn, der die ganze Welt trunken machte. Die Völker haben von seinem Wein getrunken, darum sind die Völker rasend geworden. Das ist eine ernste Anklage. In den Tagen Jeremias, der davor warnte, dass Babylon die Kontrolle über Jerusalem übernehmen würde, war es, weil die Völker von Verstand verloren oder rasend wurden, weil sie Babylons Lehren praktizierten. So ist es. Sie machten all diese schmutzigen Dinge. Sie beteten einen sogenannten Jahwe an, wobei sie in Wirklichkeit Baal anbeteten. Sie riefen zwar den Namen Jahwes an, aber gebrauchten dazu die Methodik und die Theologie des Baal. Machen Sie das nicht heute auch? Auch heute genau das gleiche. Und Offenbarung 14 Vers 8 sagt: Und ein zweiter Engel folgte der sprach: Sie ist gefallen, sie ist gefallen Babylon. Das ist die Vereinigung von Kirche und Staat. Die große Stadt, denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Hurei getränkt alle Völker. Wir haben das gleiche System. Alle Nationen sind betrunken. Man muss sich ja nur umsehen und sich die Frage stellen, ob die Völker den Verstand verloren haben. Das haben sie. Schau nur in den Fernsehen. Sie sind rasend. Sie haben definitiv den Verstand verloren. Oder Offenbarung 16, Vers 19. Und aus der großen Stadt wurden drei Teile und die Städte der Heiden stürzen ein. Und Babylon der Große wurde gedacht von Gott, dass ihr gegeben werde der Kelch mit dem Wein seines grimmigen Zorns. Nimm ihr System an und du wirst ein Feind Gottes. Ja, dann ist man Teil von Babylon. Ist das eine wichtige Botschaft? Nun, wenn man Teil von ihr wird, wird man auch mit ihr fallen. Richtig. Babylon Nun, Babylon hat mehrere Bestandteile. Offenbarung 16, Vers 13. Und ich sah aus dem Maul des Drachen und aus dem Maul des Tieres und aus dem Maul des falschen Propheten drei unreine Geister herauskommen, gleich Fröschen. Hier hat man also drei Bestandteile des endzeitlichen Babylons. Das ist das komplette finale Babylon. Man hat einmal das Tier, das ist der Katholizismus. Man hat den Drachen, der laut der Schrift Satan selbst ist. Ja, und Satan. Man hat den falschen Propheten. Es sind nämlich dämonische Geister, die Zeichen tun und ausgehen zu den Königen der Erde und des ganzen Erdkreises um sie zum Kampf zu versammeln an jenem großen Tag Gottes, des Allmächtigen. Jetzt heißt es hier, siehe ich komme wie ein Dieb. Glückselig ist, wer wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht entblößt einhergeht und man seine Schande sieht. Martin, wenn man sein Kleid bewahren will, muss man das Gewand der Gerechtigkeit Jesu behalten. Ansonsten wird man nackt sein, so wie es Adam und Eva waren, stimmt's. Und er versammelte sie an den Ort, das griechische Wort hier ist Topos, der auf Hebräisch Harmageddon heißt. Dieser Ort kann wortwörtlich oder im übertragenen Sinn gemeint sein. Ja, nun, Babylon ist antitypisch. Das ist kein Ort mehr. Nein, das war es früher. Hier ist es das Antitypische. Es hat eine metaphorische Bedeutung. Es bedeutet eine Denkweise. Sie sind in der gleichen Denkweise versammelt. Sie staunten dem Tier hinterher. Sie erhielten das gleiche Denken. Sie wurden indoktriniert. Und wenn man das für sich annimmt, wird Christus für einen wie ein Dieb kommen. Man wird ihn nicht erwarten. 1. Thessalonicher 5, Vers 4 besagt, ihr aber Brüder seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Von wem spricht er hier? Ihr Brüder. Du hast es vorher schon angesprochen. Es ist nicht der Nächste. Hier spricht er zu den Brüdern. Man wird nicht überrascht werden. Wenn man auf dieses Buch vertraut, Martin, dann muss man nicht verführt oder getäuscht werden. So ist Aber es. man muss wachen. Man muss die Umstände studieren. Man kann nicht einfach jedes Wort trinken, das aus dem Munde Babylons kommt. Nein, als sie Jesus fragten, wann wird das Ende kommen? Wie wissen wir es? Und was werden die Zeichen dafür sein? Das Erste, was er sagte, habt Acht, dass ihr nicht verführt werdet. Richtig. Martin, wir hatten drei Bestandteile. Der Drache und das Tier war schon immer Partner. Woher wissen wir das? Nun, Offenbarung 13, Vers 2 sagt: Und das Tier, das ich sah, glich einem Panther, und seine Füße waren wie die eines Bären, und sein Rachen wie einen Löwenrachen. Hier haben wir dieses Tier-Konglomerat aus Daniel Kapitel 7 das alle Ideologien der verschiedenen Tiere zusammenpackt. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. Also das Tier und der Drache stecken immer zusammen. Also alle Drachenreligionen, bei denen die Geister angerufen und beschworen werden, das wäre jede Religion da draußen, die geisterweise anruft. Das ist Schamanismus oder irgendeine der anderen Religionen. Sie haben Kraft vom Drachen, aber das Tier bekommt seinen Thron und große Vollmacht. Wir sprechen hier vom Bischofssitz, und der Sitz des Bischofs von Rom steht in Rom. Das ist die Stadt. Wenn er spricht, spricht er von seinem Thron aus, er spricht ex cathedra, unfehlbar. Und sie beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte, und sie beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich? Wenn man in diesem System ist, Martin, ist man ein Luziferier. Dann betet man den Drachen an. Man betet dann den Teufel an, so wie es Blavatsky sagt. Und Freimaurer machen genau das Gleiche. Und wer nichts davon weiß, hat das nicht gründlich genug studiert. Leider, doch es ist wahr. Ab 1. Korinther 10, Vers 20 heißt es: Nein, sondern dass die Heiden das, was sie opfern, den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr in Gemeinschaft mit den Dämonen seid. Das drückt jetzt ziemlich deutlich aus. Es ist genau das, was du gerade sagtest. Wenn man nicht die Wahrheit hat, betet man den Teufel an. Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der Dämonen. Schau, aber sie tun das. Man muss eine Wahl treffen. Sie haben Teil am Tisch des Herrn. Sie tun es. Und am Tisch der Dämonen. Richtig. Denn da läuft diese ganze esoterische und exoterische Geschichte. 1. Timotheus 4, Vers 1. Der Geist aber sagt deutlich, dass in der letzten Zeit einige von den Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und teuflischen Lehren anhängen. Also in den letzten Zeiten, darüber sprechen wir, Martin, 1844 ging die Botschaft hinaus, dass Babylon gefallen ist. Ist es möglich, dass einige tatsächlich verführerischen Geistern und Lehren der Teufel gefolgt waren? Ja, ökumenisch wurden? Offenbarung 16, Vers 14. Es sind nämlich dämonische Geister, die Zeichen tun und ausgehen zu den Königen der Erde und des ganzen Erdkreises, um sie zum Kampf zu versammeln an jenem großen Tag Gottes des Allmächtigen. Hin zu dieser Denkweise, zu diesem Topos, wo man eine Entscheidung treffen muss. Werde ich mit diesem Fratelli Tutti mitlaufen? Oder werde ich mit dem mitlaufen, was die Bibel sagt? Ja. Wenn ich mit dem mitlaufe, was die Bibel sagt, werde ich zum Feind des Systems? Ja, das wird man. Dann wird man auffallen wie ein bunter Hund. Stimmt. Dann ist man gegen Frieden und den guten Willen. Oh, dann muss man dich aus dem Verkehr ziehen. Du bist gegen das Gemeinwohl, Martin. Nun gut, Offenbarung 9, Vers 20. Und die übrigen Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, da sprechen wir von den letzten sieben Plagen, taten nicht Buße über die Werke ihrer Hände, so dass sie nicht mehr die Dämonen, und die Götzen aus Gold und Silber und Erz und Stein und Holz angebetet hätten, die weder sehen noch hören noch gehen können. Haben wir sie nicht in allen Religionen der Welt, außer im unverfälschten Protestantismus? Ja. Ja. Wir haben Götzen aus Holz und Stein, überall in all den religiösen Systemen, und Götzen aus Gold. Aber Martin, sie beten Dämonen an. Teufel. Das sagt die Bibel. Lass uns die Fragen stellen. Woraus besteht der Wein Babylons? Wer serviert ihn und wer trinkt ihn? Die Nationen haben den Verstand verloren. Erhielt der Protestantismus durch die Reformatoren eine Botschaft von Gott, dass sie mit dem babylonischen System Roms brechen mussten? Definitiv. Ja, und sie hatten Zeit, etwas weniger als 500 Jahre bis ins Jahr 1844, um eine Entscheidung zu treffen. Richtig. Martin, wenn sie die Wahrheit wussten und jetzt die Lüge annehmen, fallen sie dann? Babylon ist also gefallen. Das galt damals nicht Rom, das schon gefallen war. Das galt auch nicht dem Drachen, der schon im Himmel gefallen war. Das galt dem Protestantismus, der sich jetzt anschloss und ebenfalls fiel. Matthäus 9, Vers 17. Man füllt auch nicht neuen Wein in alte Schläuche, sondern zerreißt die Schläuche. Und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche, so bleiben beide miteinander erhalten. Wenn man den neuen Wein möchte, nämlich die Lehre von der Erlösung in Christus, muss man ein neuer Mensch werden. Man muss wiedergeboren werden. Gereinigt. Man kann mit all den neuen Lehren keinen alten Weinschlauch haben. Wenn man also an seinen Traditionen festhalten will und an all diesem Unsinn festhalten will, an diesem exoterischen Zeug, mit dem man gefüttert wurde, Martin, dann wird man es nicht machen können. Dann betet man auf der falschen Seite an. Nun, zwei große Lügen stechen da als Wein heraus. Und diese zwei Lügen werden die Menschheit vereinen. Gegen das Evangelium. Das ist die Unsterblichkeit der Seele und die Heiligkeit des Sonntags. Wir werden uns etwas eingehender damit befassen, aber mit der Sonntagsfrage werden wir uns in dieser Folge gar nicht einhergehend befassen. Doch die Unsterblichkeit der Seele werden wir ein bisschen genauer besprechen. Der Grund, warum wir uns mit der Sonntagssache nicht befassen, liegt darin, dass es Teil der dritten Engelsbotschaft ist, die schon in Vorbereitung ist. Richtig. Durch die zwei großen Irrtümer, die Unsterblichkeit der Seele und die Heiligkeit des Sonntags, wird Satan das Volk unter seine Täuschungen bringen. Anders gesagt, wenn sie den Wein trinken. Während jener den Grund für den Spiritismus legt, schafft dieser ein Band der Übereinstimmung mit Rom. Die Protestanten der Vereinigten Staaten werden die Ersten sein, die ihre Hände über den Abgrund ausstreckten, um die Hand des Spiritismus zu erfassen. Sie werden über die Kluft hinüberreichen zum Handschlag mit der römischen Macht und unter dem Einfluss dieser dreifachen Verbindung wird jedes Land den Fußtapfen Roms folgen und die Gewissensrechte mit Füßen treten. Das stammt aus dem großen Kampf. Der Protestantismus wird die Hand des Spiritismus erfassen und sie werden die Hand Roms ergreifen. Dann wird die Drachenkomponente der Spiritismus im Protestantismus sein, wobei die Tierkomponente sie kontrollieren wird. Und sie werden zu einem falschen Propheten. Das heißt, sie werden Lügen lehren. Nun, als das buchstäbliche Babylon die Kirche angreift, warnte da Jeremia vor falschen Propheten. Ja, Jeremia stand für die Wahrheit. Und er warnte vor den falschen Propheten in seinem eigenen System. Ja, er stand im Tor. Denk einmal darüber nach. Lass uns die Ökumene betrachten. Das stammt aus der New World Encyclopedia. Oft wird gesagt, dass die gegenwärtige ökumenische Bewegung für Protestanten 1910 mit der Missionskonferenz in Edinburgh begann. Das betrifft also Protestanten man schlossen sich der ökumenischen Bewegung an jedoch wäre die Konferenz ohne die ökumenische Pionierarbeit einiger Bewegungen junger Christen nicht möglich gewesen YMCA der christliche Verein junger Männer der 1844 gegründet wurde der christliche Verein junger Frauen der nur ein paar Jahre später 1855 gegründet wurde und der BSCF der christliche Studentenweltbund gegründet 1895 mit dem methodistischen Laien John R. Mott, ein früherer Mitarbeiter des YMCA und 1910 Generalsekretär des WSCF, an der Spitze stellte die Weltmissionskonferenz die größte protestantische Versammlung in der damaligen Zeit dar. Mhm. Zuvor waren es nur Einzelne. Soweit es die Protestanten angeht, war der Beginn 1844. 1844. Ja. Sie begannen sich mit dem Wein zu berauschen. Qualifizierten Sie das für einen gefallenen Zustand? Definitiv, denn es passt genau in die Zeit, als die Botschaft Gefallen, gefallen ist Babylon hinausging. 1844. Katholiken und Lutheraner bekräftigen ihr Engagement für die Gemeinschaft. Der Pontifikale Rat zur Förderung der Einheit der Christen und der Lutherische Weltverbund unterstreichen ihr Engagement, zusammen auf ihrem gemeinsamen Weg zum, vom Konflikt hin zur Gemeinschaft zu gehen. Was ist mit der babylonischen Gefangenschaft der Kirche? Schränken Sie nicht Ihre Hände aus und sagen, legt uns doch wieder Fesseln an? Ja. Wir wollen wieder in die babylonische Gemeinschaft. Wir wollen zurück. Sind sie da nicht Babylon? Ja, sie wurden zu Babylon. Sie sind gefallen, gefallen. Sie gehen zurück in die babylonische Gefangenschaft. Die Bibel sagt, geht hinaus. Lass uns ein paar Protestanten fragen, die immer noch wach waren. Das stammt aus dem Jahr 1946 von Moody Press. Martin, 1946. Das ist schon eine ganze Weile her, richtig? Die Reformatoren sahen die Heilige Schrift als die einzige Richtschnur für Glauben und Praxis an, und die Söhne der Reformatoren werfen diese einzige Richtschnur aus dem Fenster, nachdem sie von den geschickten und gottlosen Händen der Kritik in Stücke gerissen wurden. Qualifiziert sie das dazu, Babylon zu werden? Man bewegt sich wieder nach Babylon hin. Mit der Bibel verschwindet der Gott der Bibel. Wenn die Rom wegen ihrer Verehrung von Bildern, Reliquien und so weiter des buchstäblichen Götzendienstes anklagen, erwiderten sie die Anklage mit intellektuellem Götzendienst. Nämlich dadurch, dass der Protestantismus, nachdem er den Gott der Offenbarung zurückgewiesen hatte, einen neuen Gott erschuf. Ein Produkt des abgefallenen Denkens. Hier hat man die höhere Kritik, die in Wirklichkeit hinter den Kulissen von Jesuiten gelenkt ist. Ganz genau, das ist Teil der exoterischen Bewegung. Ja, man muss die ganze Religion abändern um das zu machen. Rom fürchtet den Modernismus nicht. Für sie ist er ein ertragreicher Fischgrund. Denn das menschliche Herz kann mit den vagen, nebulösen Unsicherheiten des Modernismus nicht befriedigt werden. Und so wendet sich Rom an jene, die unter dem Einfluss dieses entmannten sogenannten Protestantismus stehen und bietet anstelle der verwirrenden Unsicherheit einer indifferenten Haltung die Autorität der Kirche an, die von Jesus Christus gegründet wurde. Martin, sie nehmen die Autorität Roms an. Die hat sich nie bewegt. Sie gehen zurück zur Mutter. Sie ist also die Mutter der Huren. Ja. Denn die Huren haben Götzenkult angenommen und kommen zurück zu ihr. Sie kommen zurück zu ihr und werden wieder zu Babylon. Wir haben keinen König außer Jesus, sagten die Reformatoren in Schottland. Jetzt rufen sie, wir haben keinen König außer dem Papst. Der Cäsar. Lass uns in die Zeit von 1844 gehen. Sie lehnten die buchstäbliche Wiederkunft Christi ab. Sie hatten ein wenig Angst und viele dachten, es könnte doch passieren. Doch als es schließlich nicht passierte und er 1844 nicht kam, waren sie so erleichtert. Sie waren so glücklich. Nun, was sagte Luther über das Buch Daniel? Er schreibt, Deshalb bitten wir alle ernsthaften Christen, das Buch Daniel zu lesen. Es wird ihnen ein Trost und von großem Nutzen sein in diesen letzten elenden Zeiten. Doch wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, richtet euch auf, erhebt eure Häupter, denn euer Erlösung ist nah. Aus dem gleichen Grund finden wir bei Daniel all die Träume und Visionen. Wie schreckenerregend sie auch sein mögen, enden sie doch immer in Freude und Wonne mit der Wiederkunft Christi und seinem Reich. Ja, denn für diesen Hauptartikel, das Kommen Christi, wurden diese Visionen gegeben, erklärt und niedergeschrieben. Auf Grundlage des Buch Daniel begannen sie, das Buch Offenbarung zu verstehen. Ja, zu Luthers Zeit. Zu Luthers Zeit. Und sie waren ziemlich eindeutig, wer die Tiere im Buch Daniel waren und wie das Tier aus Offenbarung 13 ein Konglomerat aus diesem politisch-religiösen System war. Sie waren absolut eindeutig. Bis zur Zeit von 1844 hatten sie schon so viel Wein getrunken, dass sie ihre eigenen Lehren vergaßen. Deshalb brauchten wir erneut die Botschaft des ersten Engels, um sie wieder aufzuwecken. Ja, um sie aufzuwecken. Und die Botschaft war die Wiederkunft Christi. Dass er wiederkommt, ist der Hauptartikel. Glaubte Luther es? Ja. Glaubten sie es nach all den Jahren noch? Nein. Nein. Sie mussten wieder aufgeweckt werden. Warfen sie die Leute, die es wirklich glaubten, aus ihren Kirchen? Luther und die Wiederkunft. 1538 sagte Luther in einem Kommentar zur vorherrschenden Gottlosigkeit, ich hoffe, dass der Tag nicht mehr weit ist und wir ihn noch sehen werden. Ja, er sehnte sich danach. Hatte er diese Erwartungshaltung? Er schrieb, ich hoffe, dass der jüngste Tag sich nicht länger als 100 Jahre verzieht, denn Gottes Wort wird erneut weggenommen werden und eine große Finsternis wird kommen, weil Diener des Wortes so rar sind. War seine Vorhersage wahr? Ja, das ist prophetisch. Er sprach geradezu prophetisch, denn genau das geschah. Das war fast 400 Jahre vorher. Gott ist so geduldig. Er gibt den Menschen die Wahrheit und sie lehnten sie ab und gehen zu Rom zurück und werden ein Teil von Babylon. Gefallen, gefallen ist Babylon. Noch ein Zitat. O Christus mein Herr, sieh herab und bringe auf uns deinen Tag des Gerichts und vernichte die Brut Satans in Rom. Riefen die Protestanten im Jahr 1844 das immer noch Martin? Nein. Würden sie es heute rufen? Nein. Oh nein. Dort sitzt der Mann über den Apostel. Paulus im 2. Thessalonicher Kapitel 2 schrieb: Der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott heißt, jener Mann der Sünde, der Sohn des Verderbens. Was ist die päpstliche Macht anders als Sünde und Korruption? Sie Seelen unter deinem Namen ins Verderben, o oh Herr. Ich hoffe, dass der Tag des Gerichts bald dämmern wird. Es kann nicht schlimmer werden, als es jetzt schon ist. Ich habe Neuigkeiten für ihn. Ja schon. Ich denke, er würde das neu schreiben, wenn er wüsste, was jetzt vor sich geht. Der päpstliche Stuhl praktiziert Gesetzlosigkeit bis zum Äußersten. Er unterdrückt das Gesetz Gottes und erhöht seine Gebote über die Gebote Gottes. Martin. 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 Wärst du nicht gerne ein Luther aus jener Zeit? Du hast den passenden Vornamen. <laughs> ja, schon. Glauben Sie das noch? Nein, leider nicht. Jetzt wurden Sie ein Teil von Babylon. Ja. Sehen wir uns die Lehre von einer wortwörtlichen Wiederkunft Christian an. Sie wurde 1844 abgelehnt und führte zu einer Vergeistigung der Lehre von Christus. Das habe ich geschrieben. Das öffnete die Schleusen dafür, dass Lehren von Dämonen in die Kirche hineinkamen. Ist es nicht schrecklich, so eine Aussage treffen zu müssen? Ja, das ist es. Außer es ist wahr. 2. Korinther 11, Vers 4 warnt davor, denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, ist das möglich? Ja, das sehen wir schon. Oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, kann der Protestantismus einen anderen Geist empfangen? Ja, das kann er, das hat er. Den ihr nicht empfangen habt oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Sie sind sehr offen, falsche Lehre aufzusaugen. Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium, wenn es doch kein anderes gibt. Nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Das geschah zur Zeit von Paulus. Um wie viel mehr wird das passieren, wenn Babylon gefallen ist? Lasst euch nicht täuschen. Viele werden vom Glauben abfallen, weil sie verführerischen Geistern und Lehren der Teufelsbeachtung schenken. Das stammt aus dem Brief Nummer 263. Und Martin, es ist passiert. Hier wird die Bibel zitiert. Wir haben jetzt das Alpha dieser Gefahr vor uns, das Omega wird von überraschender und erschreckender Art sein. Kann es sogar ein Bereich von Gottes Volk schlimmer werden? Ja. Denn wenn babylonische Tentakel beginnen, sich einzuschleichen, dann fängt man mit den Kompromissen an und man fängt an, sich langsam zurück zu Babylon zu bewegen. Martin, was ist ein Adventist? Er erwartet freudig die baldige Wiederkunft. Gut, nun vergeistigt der Spiritismus sie weg. Lass uns sehen, wie sie das machen. Hören wir einmal Blavatsky zu: Blavatsky über die Wiederkunft. Das Kommen Christi bedeutet die Gegenwart von Christus in einer erneuten Welt und ganz und gar nicht das tatsächliche körperliche Kommen von Christus Jesu. Bei Gott ist es ein buchstäbliches Kommen. Aber das ist Spiritismus. Das ist Okkultismus. Das ist Freimaurerei. Das ist esoterische Lehre. Christus, der wahre esoterische Erlöser, ist kein Mensch, sondern ein göttliches Prinzip in jedem menschlichen Wesen. Das ist die Sprache des Teufels. So ist es. Wer danach strebt, den Geist aufzuerwecken, der in ihm durch seine eigenen irdischen Leidenschaften gekreuzigt und tief im Grab seines sündigen Fleisches begraben ist, wer die Stärke hat, den Stein der Materie von der Tür seines eigenen inneren Heiligtums wegzuwälzen, der hat den auferstandenen Christus in sich. Kranke esoterische Lehre, satanisch, dämonisch, Lehren vom Teufel. Genau das ist das. Die am meisten verehrte Prophetie des New Age. Und sie war diejenige, die Alice A. Bailey beeinflusste und Alice A. Bailey dann die Vereinten Nationen. All das ist überall eingedrungen und die Jesuiten. Es ist in der Gesellschaft, es ist in allem, in Kirchen. Nun gut. Die Vergöttlichung des Selbst, des Ich, ist ihre Lehre. Lass uns nochmals sicher gehen. Der offizielle Ausgangspunkt als Grundlage ist der Mensch selbst. Rom stellt in seinem Dokument des Zweiten Vatikanum fest, das stammt vom 1962, Martin. Es ist der Mensch selbst, der gerettet werden muss. Es ist die Menschheit, die erneuert werden muss. Deshalb ist der Mensch der Schlüssel bei dieser Diskussion. Der Mensch als Ganzes und in seiner Gesamtheit betrachtet mit Körper und Geist, Herz und Gewissen, Verstand und Willen. Das ist der Grund, warum diese heilige Synode, das Zweite Vatikanum, indem sie das erhabene Schicksal des Menschen verkündet und ein göttliches Element in ihm bekräftigt, anbieten, vorbehaltlos mit der Menschheit zusammenzuarbeiten, um ein Gefühl der Brüderlichkeit zu fördern, das diesem Schicksal entspricht. Ist das jetzt böse oder nicht? Genauso gut hätte Blavatsky das schreiben können. Unbedingt. Das ist Fratelli Tutti. Ja, und das ist christlich. Darum wurde auch Papst Franziskus, ein Jesuit, gewählt, um die Agenda voranzutreiben. Es ist die Lehre von Dämonen. Denn er kennt die esoterische Bedeutung von allem. Und wenn man daran teilnimmt, Martin, dann betet man, dann betet man, Dämonen, betet man an. Dämonen an. Hier ist ein Auszug aus Alfred H. Pohls Buch über 17 Gründe, warum er die Bewegung der Zungenrede verließ. Vergiss nicht, dass die Bibel sagt, dass man einen anderen Jesus annimmt. Das heißt, sie sagen eigentlich, dass man einen Jesus annimmt, der niemals für einen gestorben ist, denn man kann selbst zu einem werden und man empfängt einen anderen Geist. Einen anderen Geist. Mhm. Now the Nun, diese Zungenredebewegung ist der protestantischen Welt ziemlich stark. Du warst selbst Teil davon, bevor du aus Babylon herausgekommen bist. Ich wünschte, ich lege falsch, doch alle Zeichen deuten weise darauf hin, dass die charismatische Bewegung der gemeinsame Nenner für eine weltweit ökumenische Organisation der Kirche sein könnte. Es gleistet alle zusammen, Martin. Besonders die, bei denen es nicht so leicht zu bewerkstelligen war, nämlich Rom und der Protestantismus. Stimmt. Als der Herr die Sprachen trennte und als er seine Kirche herausrief, sich abzusondern und nicht Teil von irgendetwas zu sein, war das ökumenisch oder antiökumenisch? Das ist gegen die Ökumene gerichtet. Okay, also die Bewegung der Zungenrede schiebt einen in Richtung Ökumene. Was für ein Geist ist das dann? Ist es der Geist des Herrn? Kämpft er gegen sich selbst? Nein. Denn der Hinduismus spricht in Zungen. Der... Schamanismus spricht in Zungen und Satanisten sprechen in Zungen. Natürlich. Jetzt hat man Katholiken, die in Zungen sprechen. Man hat Evangelikale, die in Zungen reden. Wie dieser Mann sagt, es ist ein gemeinsamer Nenner, um sie zusammenzukleben. Aber die wahren Zungen waren buchstäbliche Sprachen. Teidios Dialektos in seiner eigenen Muttersprache. Martin, Arbeitet dieser Geist gegen den Geist Gottes? Hundertprozentig dagegen. Und wird der Geist anstelle der Schrift zum Standard? Ja, der Geist, die Geisteserfahrung. Okay. okay. In der Vergangenheit scheiterten alle Versuche, eine Ökumene auf Grundlage von Glauben, Bekenntnis oder Lehre herbeizuführen. Doch in der charismatischen Bewegung wird Einheit nicht durch eine Übereinstimmung mit der Lehre, sondern auf Grundlage einer gemeinsamen religiösen Erfahrung erzielt. Martin, kannst du jetzt verstehen, warum eine Queen oder ein König eine religiöse Figur zum Ritter schlagen kann und auch jemanden, der offen Satanisten annimmt? So wie viele der Rockstars, die Ritter werden und ein Sir werden? Das ergibt jetzt Sinn. Denn wie anders könnte man. Ja, es ist sein Yin Yang. Okay. Für sie ist die Lehre zum Großteil keine wichtige Sache, sondern die die Erfahrung. So ist sie nicht überraschend, dass in charismatischen Kreisen Menschen, deren Hintergrund ursprünglich ganz unterschiedliche Denominationen und Lehren sind, zusammen anbeten und Gemeinschaft haben können, nicht weil sie in der Lehre übereinstimmen, sondern weil sie in einer gemeinsamen religiösen Erfahrung übereinstimmen. Das ist ein sehr gefährlicher Trend. Warum? Weil ein Beiseiteschieben der Wahrheit um der Einheit willen letztendlich den einen aus der Bewegung ausschiebt, der selbst die Wahrheit ist, den Herrn Jesus. Und genau das geschieht dabei. Viel Babylon? Ja. Öffneten sich die Schleusen, um die Hand des Spiritismus zu ergreifen? Ja. Denn das ist Spiritismus. Zu 100 Prozent. Und sie nutzen ein sehr machtvolles Werkzeug, die Musik, um das zu bewerkstelligen. Und die Musik benutzt Hypnose. Indem man in einen veränderten Bewusstseinszustand versetzt wird. Also wie der Spiritismus. Martin, das ist ein ziemlich heftiges Gesprächsthema, das ist mir bewusst, aber wie weit kann das gehen? Luther und Tyndale über den Tod. Viele glauben, dass die Seele unsterblich ist und nach dem Tod vom Körper getrennt weiter ein Bewusstsein erhält. Doch die früheren Reformatoren Martin Luther und William Tyndale erkannten, was die bibel darüber lehrt dass diejenigen die gestorben sind kein bewusstsein haben während sie auf die zukünftige auferstehung warten mhm. sobald man anfängt zu glauben dass man mit den verstorbenen sprechen kann befindet man sich dort wo babylon steht In rom sagt einem doch maria und die heiligen anzurufen ja die sind verstorben und wissen nichts sie sind tot schlafen dort kann ebenfalls zu allen diesen man Schritten. kann mit ihnen sprechen oder wenn man glaubt dass man gleich nach dem tod in den himmel oder die hölle geht dann hat man genau das gleiche Problem. Beide, Martin Luther und tyndall gaben uns die Bibel in der Sprache des Volkes. Martin Luther auf Deutsch, tyndall auf Englisch. Richtig? Sie glaubten an einen Seelenschlaf. Sie übersetzten die Bibel. Sie mussten jedes Wort lange abwägen. Das war ihre Übersetzung. Ja. Aber nicht nur sie, auch John Fried glaubte es und John Milton. Er war ein englischer Dichter, Polemiker, Mann der Worte und... Staatsdiener für den Commonwealth of England unter seinem Staatsrat und später unter Oliver Cromwell. Er schrieb zu einer Zeit des religiösen Wandels und politischer Unruhen. Am bekanntesten ist er für sein episches Gedicht Das verlorene Paradies, das er in Blankversen verfasste. Er glaubte an den Seelenschlaf. Wycliffe. Der Morgenstern der Reformation. Maury vermutet, dass John Wycliffe und Tyndale die Lehre der Seelenschlafes als Antwort auf die katholische Lehren des Fegefeuers und der Messe für die Toten lehrten. Das macht durchaus Sinn, denn laut katholischer Lehre hatte der Teufel recht, als er Eva sagte, dass sie keineswegs sterben müssten. Richtig. Das schrieb Martin Luther. Salomo urteilt, dass die Toten schlafen und überhaupt nichts fühlen. Das ist in altem Englisch geschrieben und kein Rechtschreibfehler. Denn die Toten liegen und nehmen weder Tage noch Jahre wahr, doch wenn sie auferweckt werden, scheint es ihnen, als ob sie kaum eine Minute schliefen. Das glaubte Martin Luther. Heute kann man eine göttliche Verbindung in seiner Hosentasche haben. Man kann eine App bekommen, auf der man einen neuen interaktiven Weg entdeckt, um sich mit seinem Glauben durch Text with Jesus auseinanderzusetzen. Und er wird einem antworten. Und die Art und Weise, wie er schreibt, Martin, ist genau die gleiche Weise, in der der Esoteriker schreibt. Ich war früher sehr mit der New Age-Bewegung involviert. Da gab es Formulierungen wie: Mein Lieben, meine Erleuchteten, meine Geliebten, meine Jünger. Solche Formulierungen. Und so wird auch hier in den Antworten geschrieben. Mir wird da ganz schlecht. Aber jetzt kann man mit Jesus kommunizieren. Aber der Grund, warum dir dabei übel wird, ist, weil du die versteckten esoterischen Nuancen darin kennst. Das stimmt. Jesus schläft nicht, er ist auferstanden. Aber andere Leute, die das exoterisch lesen, werden es wahrscheinlich nicht genauso sehen. Aber sobald man diesen Vortrag durchgegangen ist, wird man hoffentlich auch sehen, Moment mal, das ist nicht so wie der biblische Jesus sprechen würde. Richtig, hier ist ein weiteres Beispiel. Die New York Post schreibt, umstrittene neue KI-App erlaubt eine mit Jesus und Satan zu texten. Das ist doch interessant. Na gut. Das hat man nicht jeden Tag, dass sich der spirituelle Bereich mit Smartphone-Technik überschneidet. Aber in einer Ära des Chatbots und KI sind nicht einmal biblische Gestalten dagegen immun. Wir kommen in der Welt von Text with Jesus, wo man nur einen Fingerabdruck von einem Gespräch mit dem Heiligen entfernt ist. Und zu einem Preis mit dem Nicht-zu-Heiligen den Glauben durch Text with Jesus vertiefen. Für diejenigen, die sich nach einer persönlicheren Verbindung mit ihrem Glauben sehnen, könnte diese App die digitale Erlösung sein, nach der sie suchen. Mit gläubigen Christen als Zielgruppe verspricht Text with Jesus Interaktionen mit Personen wie Jesus, Maria, Josef, Petrus und Matthäus. Nun sind Maria, Josef, Petrus und Matthäus lauter Schrift aber was? Sie schlafen. Sie schlafen. Sie wissen nichts. Sie werden bei der Auferstehung aufwachen. Wenn sie die antworten, empfängt man, Esoterisch Lehren von Dämonen. Ja, das ist Spiritismus hoch 10. Denn die Exerzitien von Loyola sagen einem, sich in eine Situation hineinzuversetzen und zuzuhören, was Maria oder Josef einem zu sagen haben. Das ist jetzt nur eine App. Es gibt jetzt auch Apps, die einen mit seinen verstorbenen Lieben sprechen lassen. Pusher diese Sache mit der Unsterblichkeit der Seele? Total. Vereint das die verschiedenen Religionen, weil sie ja alle genau das gleiche glauben? Rufen sie nicht die Toten an? Das ist Totenbeschwörung. Gott hat das verboten, weil man dabei mit Dämonen spricht. Nur um das auch zu erwähnen, es zeigt einem auch, wie gefährlich es ist, sich Produktionen aus Hollywood anzusehen. Beispielsweise sind sogar Kinderfilme voller Totenbeschwörung, Magie. Und all diesem Sprechen mit den Toten. Wir könnten ewig über die Sünden von Babylon weitersprechen, aber rein interesse halber möchte ich hier nur kurz den Kirchen- oder Gnadenschatz erwähnen, worauf sich Ablässig gründen. Diesen Schatz, den die Kirche besitzt und von dem sie oder der Papst Verdienste für diejenigen austeilen kann, denen etwas davon mangelt. Dieser Schatz enthält ebenfalls die Gebete und guten Werke der gesegneten Jungfrau Maria. Sie sind in ihrem Wert vor Gott wahrlich immens, unergründlich und sogar makellos. Im Schatz befinden sich auch die Gebete und guten Werke aller Heiligen. Sie sind alle tot. Sie wissen nichts. Das ist auch Totenbeschwörung. Das sind auch Lehren von Dämonen. Das ist Babylon. Als Teil eines umfangreichen Bemühens, die sozialen Medien dafür zu nutzen, mit Katholiken weltweit Kontakt zu halten, wird der Papst anfangen, sie von der Strafe für ihre Sünden über die sozialen Medien zu befreien. Gehen wir jetzt vom Erhabenen zum Lächerlichen über? Ja. Sollte der Protestantismus jetzt nicht erkennen, dass sie es mit Babylon zu tun haben? Natürlich. Und dazu muss man wissen, wer Babylon ist? Gut, wenn man weiß, dass das Papstum die Tierkomponente von Babylon ist und sie mit dem Drachen gemeinsame Sache macht. Und jetzt per App Befreiung von deiner Strafe austeilt, sodass man ihn per WhatsApp erreicht und das war's. Sollte man sich da nicht fragen, was habe ich in einem ökumenischen Gremium mit diesen Leuten zu suchen? Mache ich da nicht gemeinsame Sache mit Lehren vom Teufel? Es wird einen wieder nach Babylon hineinziehen, wenn man sich darunter mischt. Richtig. Der Vatikan bietet weniger Zeit im Fegefeuer für diejenigen an, die Papst Franziskus Tweets verfolgen. Man kann also seine Strafe verringern, die so überhaupt nicht existiert, weil es in der Heiligen Schrift kein Fegefeuer gibt, indem man einfach seine Tweets verfolgt. Ist das nicht dämonisch? Ja, das sind Lehren von Teufeln. Es gibt drei Wege, wie man diese Ablässe erhalten kann. Man kann eine Pilgerreise zum Schrein machen. Ist das Erlösung durch Werke? Ja, das ist das Gleiche wie Babylon, Babel. Oder bete vor irgendeiner Statue unserer lieben Frau von Fatima. Ist das Götzenanbetung? Götzenanbetung. Wird das nicht durch das zweite Gebot verboten, das sie aus ihrem Katechismus entfernt haben? Der dritte Weg, eine vollkommene Ablass zu erhalten, gilt für Menschen, die wegen Alter, Krankheit oder aus anderen ernsthaften Gründen nicht herumreißen können. Alles, was man sagen muss, ist: Ich möchte es ja gerne tun, aber ich kann nicht. Dann bekommt man ihn auch. Ist das Götzenanbetung? Ist das babylonisch? Babylonische Lehre in Reinkultur. Die Ankündigung, das habe ich wiedergeschrieben, die Ankündigung des Falls von Babylon soll von Engeln Offenbarung 18 wiederholt werden, nachdem die Botschaft des dritten Engels sein Werk vollendet hat. Wir haben uns erst den Engel von Offenbarung 14 angesehen. Ja, den zweiten Engel. Warum Babylon gefallen ist. Wir haben Babylon identifiziert. Wir sahen, dass die Komponente, die 1844 fiel, der Protestantismus war und er ist jetzt fest im System verankert und Teil von Babylon geworden. Was aus dem Munde des Drachen kommt, ist Drachenreligion. Was aus dem Munde des Tieres kommt, ist exoterische Lehre. Während sie tatsächlich die esoterische Lehre glauben. Und was aus dem Mund des falschen Propheten kommt, ist auch nicht besser als das der anderen. Nein. Weil er ein Teil von ihnen geworden ist. Und man muss dort seinen speziellen Glauben an Jesus Verbergen, um jene nicht zu verletzen, die nicht glauben, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Man hört die ganze Zeit, wie von Jesus Christus gesprochen wird. Ja, genau. Aber es ist ein esoterischer Christus, während sie einen überzeugen wollen, dass er ein exoterischer Christus ist. Diese Schriftstelle weist vorwärts auf eine Zeit, der die Ankündigung des Falls Babylon, wie sie der zweite Engel in Offenbarung 14 macht, wiederholt wird. Erwähnt aber zudem die Verderbnisse die in die verschiedenen Gemeinschaften, aus denen sich Babylon zusammensetzt, eingedrungen sind, seitdem jene Botschaft im Sommer 1844 zuerst verkündet wurde. Das war, als die Ökumene begann. Das war, als die Evolutionstheorie in der Welt aufkam. Diese Ankündigungen bilden mit der dritten Engelsbotschaft die letzte Warnung an die Bewohner der Erde. Martin, da befinden wir uns noch nicht. Wir müssen dazu erst noch einen Vortrag machen. So ist es. Unser Gespräch über Babylon war nur eine Einführung. Ja, das ist nur eine Einführung, denn jetzt bewegen wir uns zu den markanteren Bereichen von Babylon. Aber bevor wir zur Offenbarung 18 kommen, müssen wir erst den dritten Engel in Angriff nehmen. Ja. Also in unserem nächsten Gespräch müssen wir über die Wichtigkeit der dritten Engelsbotschaft sprechen. Ich hoffe, dass die Zuschauer verstehen werden, was Babylon ist, Martin. Ich hoffe, dass sie verstehen werden. Warum es wichtig ist, zu erkennen, wofür Babylon steht und dass man mit ihr nicht vereint sein kann. Nein, denn sie ist gefallen. Gefallen. Ansonsten wird man mit ihr zusammenfallen. Richtig. Wenn man in einem System oder in einem Teilbereich dieses Systems ist, muss man sich absondern. Aber dazu kommen wir noch. Vor der Trennung, vor der finalen Trennung, muss es erst noch einen dritten Engel geben. Lass uns damit bis zum nächsten Mal warten. Lass uns beten. Ja, Vater im Himmel, diese traurige Geschichte vom Fall Babylons, der Drache, das Tier und dann leider der falsche Prophet. Herr, bitte hilf uns, nicht Teil babylonischer Systeme zu sein, sondern die Wahrheit von Herzen anzunehmen. Denn du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Im Namen Jesu. Amen. Amen.